dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute geht es um eure peinlichsten Reiter-Stories. Ich habe auf Instagram danach gefragt, ob mir jemand seine peinlichsten Reiter-Stories zuschicken möchte. Und ich habe ganz viele Einsendungen bekommen, von denen ich jetzt mal die Top 4 einmal vorlesen möchte. Den Namen der Autorin findet ihr unten in der Infobox und auch hinten im Abspann nochmal. So, dann fangen wir auch einfach direkt mal an. Geschichte Nummer 1. Es war ein ganz normaler Ferientag letzten Sommer, dachte ich zumindest bis zu folgendem Moment. Es war so. Ich war damals noch nicht so gut im Gelände unterwegs. Wir wollten gerade ausreiten gehen, als ich auf die Idee kam, mit Matthias zu wetten, dass ich es schaffe, meinem Pferd das Halfter schneller anzuziehen, als er seinem Pferd. Das Problem war nur, dass ich meinem Pferd auch noch hinterherrennen musste. Das Ende war, dass ich seine Box und meine Box ausmisten musste. Aber es kam noch schlimmer. Als wir dann im Gelände waren, passierte es. Ich wollte Matthias beweisen, dass ich den leichten Sitz beherrsche. Und als ich gerade sagen wollte, hey, guck mal, ich kann es, konzentrierte ich mich nicht mehr auf den Sitz und landete voll auf dem Hals meiner Stute, im Galopp. Mir war das so peinlich, dass ich das bis heute noch nicht wieder versucht habe. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich glaube, das tat auch ganz schön weh, oder? Also ich hoffe, dir ist nichts passiert. Aber ich finde die Aktion ziemlich cool. Es ist natürlich blöd, dass du beide Boxen misten musstest, aber ey, irgendwann ist es vielleicht andersrum. So, Story Nummer 2. Also, es war am Donnerstag letzten Sommer, ich glaube im August, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Eigentlich sollten wir zu dritt Reitstunde haben, aber eine kam nicht. Also waren wir zu zweit. Ich auf einem 1,80 Meter großen Wallach und ein kleineres Mädchen auf einem kleinen Pony-Wallach. Da wir ja nur zu zweit waren, dachte sich unsere Lehrerin, wir könnten ein bisschen Abwechslung in den Reitalltag bringen. Also legte sie eine Stange an die lange Seite der Halle. Mein Großer ist ein ehemaliges Springpferd und ja... Wir gehen im Schritt und Trab über die Stange und hatten keine Probleme. Dann sollten wir einfach darüber galoppieren. Die Kleine machte das ohne Probleme, wohingegen ich ein bisschen misstrauischer war. Mit Recht, wie sich nachher herausstellte. Ja, dem Großen war das wohl zu langweilig. Also zog er einfach mal gut nach vorne an und sprang ab. Als ich gelandet bin, saß ich auf einmal vor meinem Dressursattel, mit dem ich eh schon nicht springen kann. Mein Vater hatte natürlich fast alles aus der Stunde gefilmt, außer eben besagten Sprung. Das ist so schade, das Beste ist immer nicht drauf. Dumm gelaufen, aber es war im Endeffekt auch schon ziemlich lustig. Ja, also ich kann dich total verstehen, dass du im Dressursattel nicht gut springen kannst, vor allen Dingen, wenn das dann noch so unerwartet kommt. Weil wenn man sich drauf einstellen kann, ist das die eine Sache, aber wenn auf einmal das Pferd über eine Stange so einen Megasatz macht, keine Chance. Aber kann ich mir gut vorstellen, doch. So, und die dritte Story. Also hier kommt meine peinliche Story. Als ich vor knapp einem Jahr eine Reitbeteiligung auf einer Araberstute namens Soy, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, bekommen habe, lief das erste Treffen mit der Besitzerin sehr gut, sodass wir uns für die nächste Woche einen neuen Termin gemacht haben. Kurz bevor das Treffen dann war, bekam ich eine Nachricht. Bring ein Kleid mit, wir machen ein Fotoshooting. Also hatte ich alles eingepackt, was ich fand, und los ging's. Als wir ankamen, machten wir die Pferde fertig und zogen uns um. Dann ging es in den Wald. Ihr müsst wissen, dass Soy Arthrose hat, und ihr rechtes Bein ungeschickt bewegt. Gerade als ich aufsteigen wollte, erschreckte sie sich und trat mir mit voller Wucht auf den Zeh. Er wurde sofort rot und dick. Das hieß für uns, dass wir das Fotoshooting gleich am Anfang abbrechen mussten. Es war mir so unangenehm, weil ich in dem Moment irgendwie alles kaputt gemacht habe und sich alle so darauf gefreut hatten. Ja, ist natürlich blöd. Also ich hoffe, dein Zeh war nicht gebrochen, sondern einfach nur geprellt. Und ja, Fotoshootings kann man ja zum Glück nachholen. Das ist mir auch schon passiert, dass mir ein Pferd beim Fotoshooting auf den Fuß gefallen, wollte ich gerade sagen, getreten ist. Und das ist echt nicht schön. Ja, ich kann da nur raten oder ich kann da nur... Das ist mein Handy. Ich kann nur den Tipp geben, immer mit Schuhen aufs Pferd zu steigen und erst auf dem Pferd die Schuhe auszuziehen. Das hilft. Ich spreche aus Erfahrung. Und die vierte Story. Mein kleiner Liebling und ich waren mit meinen besten Freundinnen und unserer Reitlehrerin ausreiten. Es war Winter... Und es lag ziemlich viel Schnee. Wir ritten in den Wald und Peter, also das Pferd, blieb auf einmal stehen und legte sich mitten auf dem Ausreifweg hin und ich saß noch oben. Ja, also ich kenne das nicht im Schnee. Ich kenne das nur, wenn man durch Wasser reitet, dass sie sich da gerne mal hinlegen. Aber ich stelle mir das ziemlich cool vor in dem Moment. Also für alle anderen, für dich vielleicht nicht, aber ich hätte auch auf jeden Fall lachen müssen, wenn das passiert wäre und ich dabei gewesen wäre. Doch, finde ich ist ganz cool auf jeden Fall. So, ja, das war's auch schon. Das waren meine vier Top-Stories.
Ich fand die alle ziemlich lustig. Und wenn ihr noch weitere peinliche Reiter-Stories sehen wollt, müsst ihr auf dem Kanal von CA Horse Diary gucken. Den Link gibt es unten in der Infobox. Da findet ihr dann noch weitere Reiter-Stories. Wir haben beschlossen, dass wir das Video zusammen machen. Also sie macht ein Video, ich mache ein Video und dann verlinken wir uns gegenseitig. Ihr wisst schon. Ja, da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeigucken. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Check it, every day we getting it, ayy, ayy, check it, put the place up, yeah we know what we made of, can't get enough of you boo, I'm a chaser, face up, now I feel a little major, blink of an eye, ego I'm